Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder Crash45ET9 zurück bei Let's Play Sonic Mania. Und wir machen weiter mit Titanic. Oh, wow, was war das denn jetzt? Was hat er da eingesetzt? Titanic, wie bitte? Wow, das ist wieder mal eine neue Stage. Nicht bloß anscheinend, es ist eine neue Stage. Titanic Monarch, ja, Titanic Monarch. Das klingt echt cool. Sammelt er Daten? Ist es dafür da? Oh. Ja. Das erinnert mich an einen der Bonus-Levels aus Sonic 3 und Knuckles. Oder Sonic Knuckles. Glühbirnenfuzzi. Ja, den kann man sowieso nicht erreichen. Ich hoffe nur, da unten war nichts. Hinter der Wand. Da schließt sogar Strom durch. Deswegen sollte man da nicht oben bleiben. Habe ich gerade feststellen dürfen. Grüne und rote Ampeln. Ich schätze mal, wir sind jetzt bei Robotniks Basis angelangt. Das heißt wohl finale Stage und ich habe leider Gottes gerade mal die Hälfte der Chaos Emeralds. Also ich fürchte, ja, da müsste ich schon extremes Glück haben, 3 Special Stages zu finden und genug Skill aufbringen, um sie alle im First Try zu schaffen. Ja. Oh, okay, die Surfen habe ich jetzt nicht bemerkt. So, verschwinde. Du auch. Du hörst jetzt auf, Daten über mich zu sammeln oder was auch immer du mit mir treiben möchtest. Ja, das fällt leider runter. Ich wollte auf ihn draufspringen! Das sollte jetzt nicht passieren. Wow, chill mal. Lass mich mal nach unten gucken hier, ne? Wer weiß, vielleicht gibt es da etwas. Anscheinend doch nicht. Man will mich nicht in Ruhe erkunden lassen, was das betrifft. Fein, dann eben nicht. Aber ich hoffe doch vielmals, dass ich kein Special Stage drin verpasse, wie schon gesagt. Hey, können wir wieder mit einem Fahrzeug fahren? Oh, wir fahren gleich mit! In Achterbahn! Was mache ich gegen den... Was macht er mit mir? Jetzt ist Schluss! Ernsthaft, was dieser Roboter macht, das kapiere ich nicht. Ob er Daten über mich sammelt oder was? Das ist einfach nicht geklärt. Ja, ich wollte gucken, ob da was ist. Man weiß ja nie. So, hopsa. Ah ja, da komme ich mal hier hoch. So, aber das war's auch schon. Ach ja, die Flipper aus der, er sagt schon, Carnival Night Zone. Ich will eigentlich mal wieder zurückgucken, weil vielleicht gibt es da irgendwas, was ich verpasst habe. Nee, man kommt da gar nicht mehr zurück. Ganz egal, was man auch macht. Wieder Full Speed Ahead. Ah, ja. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Da muss irgendwas versteckt sein in den Wänden, ne? Duschen wieder. Jetzt reicht's mir mit dir. Alter. Mann, verfehl ihn nicht. Ja, nein, der scannt nicht. Er feuert nur auf mich, wenn ich mich nicht oft genug bewege. Irgendwie. Wenn ich nicht springe, dann kann ich den Angriff nicht entgehen. So ist das also. So, aber dann will ich den Roboter auch deswegen jetzt loswerden. Oder wenigstens den hier. So, bevor er wieder elektrisch geladen wird. Wow. So. So, weg ist der. Was ist das?
konnte jetzt gar nicht. Ich dachte zuerst, es wäre ein Robotnik-Fenster, aber es ist ein weiterer Ringbox. Ein Robotnik-Monitor, das hat man das eher nennen. Wow. Oh yeah. So gefällt mir das doch schon eher. Und jetzt hier. Hoppala. Hochta. Hauruck. Zum Glück weiß ich ganz genau, wie ich da mich durchbewegen kann. Also durchbewegen soll. Ja, ja. Ich habe damit Erfahrung aus Sonic und Knuckles. So, aber nun genug damit. Jetzt rasen wir hier wieder ein bisschen durch. Gib das Schild her. Ja, das muss eindeutig Robotniks Basis sein. Oder brandneue Basis. Wo führst du mich hin, mein Freund? Elektroschild. Das gefällt mir schon eher. So, da komme ich dann wieder hier hoch. Hat sich doch gelohnt, die Abkürzung zu nehmen. Naja, schon gut, vergesst, was ich gesagt habe. Das war reine Zeitverschwendung. Wow. Wow. Okay. Passt. Doing, doing, doing. Wenn man hier rumgeschleudert wird, das ist echt krass. Ups. Ey. Du Spacko. Was ist das jetzt gewesen? Oh. Ja, richtig. Der lässt ja die Bomben raus. Das war das Geräusch. Oh. Will mir das gefallen, wenn diese Straße sich hier bewegt? Ich glaube eher nicht. Vor allem wegen der Stacheln, die mich hier zerquetscht könnten. Nein! Muss ich hier so aufgehalten werden? Scheiße! Das sollte nicht passieren. Verschwinde, Mann. So. So sollte es eher ablaufen, ne? Und nicht anders. Ach je. Fällt schon wieder das Schild, ey. Ich sollte nicht so hektisch sein. Hey, lass mich doch mal zurückgucken. Aber wenn du schon... Ja, 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 da ist ein geheimer Pfad, ne? Oh, das sieht danach aus. Oh! Ha! Na komm! Was ist denn? Hoch da! Oder gibt's einen anderen Weg? Ganz egal, ich will da hin! Unbedingt, ey! Hauruck! Ich sagte Hauruck! Aha! Damit müsste ich auch elektrosicher sein. Hauruck! Ja, damit geht es. Hauruck! Yes! Yes! So, und jetzt aber muss ich hier aufpassen. Vielleicht aber erstmal einen anderen Abzweigung nehmen. Weil dann passiert sowas nicht. Boah, hier sind viel zu viele Hindernisse aufgestellt. Ich sollte erstmal möglichst viele Ringe einsammeln. So. Wofür dieser Pfeil wohl steht? So. Sollte ich aber Geschwindigkeit zulegen, weil das Ufer hat schon einen viel zu hohen Vorsprung. Das war also eine Runde hier. Puh. Ich brauche mehr Geschwindigkeit, ey. So, jetzt. Und jetzt heißt es versuchen, das UFO einzuholen.
Aber schön aufpassen auf alle Hindernisse und vielleicht dann inzwischen auch mal Ringe einsammeln. Alter, hat der einen hohen Vorsprung gerade. Das gefällt mir gar nicht. Mal versuchen, alle Ringe einzusammeln. Passiert dann beinahe sowas. So. Ach! Ja, und schon war es das für mich. Vor dem... Alter, das Ufer hat so einen hohen Vorsprung. Ich habe schon aus den Augen verloren. Vielleicht kann ich schummeln, indem ich rückwärts laufe. Geht das? Aber ich glaube, das wird nichts bringen, oder? Das Ufer ist jetzt aus meiner Sicht. Und ich habe keine Ringe mehr. Und ich kann nicht neu starten. Es geht einfach nicht. Das ist so unfair. Boah, wie sollte ich denn das schaffen? Warum hat man das bei Sonic 4 Episode 1 eingeführt, das Neustarten bei den Special Stages selbst innerhalb der Story? Und hier lässt man es aus. Für Blindzocker ist das doch viel zu schwierig. Ne, ohne Scheiß. Ich wusste jetzt echt mir nicht zu helfen in dieser Situation. Was hätte ich denn machen sollen? Wie komme ich da jetzt hoch? Ah, hier. Ja, ist klar. Okay, fahren wir wieder mit der... der Achterbahn des Todes mit. So. Dankeschön. Für den Antrieb. Du? Gibst jetzt Ruhe. Ah! Ich wollte einen Spin-Dash machen und da fällt es gerade runter. Wieder zu spät dran. Ich merk's. So, ein bisschen Geschwindigkeit hier zulegen. Warte mal. Du nervst erstmal nicht mehr. Okay. Da gibt's leider nichts. Hinter jeder Ecke muss er natürlich warten. Wow! Ja, danke schön. Alter. Wow, ja, ist klar. Wo war ich da gerade unbesiegbar? Oder warum durfte ich auf die Stadt? Ist es euer fucking Ernst schon wieder? Ich glaube das echt nicht. Ich glaube das verdammt nochmal nicht. Dass ich schon wieder unter einen verdammten Time-Over leiden musste. Wo muss ich jetzt lang hier? Ich glaube hier lang, ja. Hä? Doch nicht? Ich muss jetzt ziehen. So, jetzt aber. War da ein extra Leben? Verdammt, ey. Aufs Trampolin rauf und rüber da und rauf und hops. Es geht her und hin, hin und her. Wie soll man bloß aufhören rumzublasen? Blasen gesagt. Ja, ist ja gut hier. Ihr wisst schon, dass der Witz langsam veraltet ist, ne?
Giftart her! Giftart um Himmels Willen her! Yes! Nein! Naja, muss sich dafür gelohnt haben. Ach komm! So, jetzt rüber da. Und auf zum Miniboss. Och nö. Ist es euer Ernst? Jetzt ihr auch noch. Aus der Death Egg Zone von Sonic und Knuckles. Oh nein, ich hab keinen Ring mehr. Oh shit, das war knapp, ey. Hey. Aber voll unfair gewesen. Achso, ja stimmt. Da kommt er auch noch mit diesen Plattformen. Nur, der hat keine Plattform? Stattdessen fällt er einfach hin und schießt er wild herum. Komm. Ja, verpasst ihr nicht den letzten Schlag. Ach, wegen dem Lift komme ich nicht dran, oder was? Oder habe jetzt so Probleme mit der Gravitation? Na endlich, Mann. Oh, dankeschön. So, das war's mal mit Act 1. Wie geht's jetzt weiter? Ich fürchte, wir werden jetzt den finalen Act gehen. Also, uns steht jetzt anscheinend der finale Act bevor. Aufwärts bitte! Es wird finster. Und da sind wir Titanic Monarch Act 2. Juhu! Und schon wieder. Rasen wir damit. So, her mit dem Schild. Oh. Ist nicht erlaubt, hier raufzukommen? Das ist sehr verdächtig hier. Das will ich mir doch mal genau unter die Lupe nehmen. Oh, da ist ein extra Leben. Ey. Nee, da gibt's kein Durchkommen, egal was man da macht. Mit Tails kann man da nicht reinfliegen, gar nichts. Oh, was zum? Hey, sind das nicht diese Spezialroboter? Hm. Alter, das wird ja langsam überbenutzt. Oder kommt es mir so vor? Warte mal. Hängt das jetzt von den Dimensionen ab? Oder wie soll das jetzt verstehen? Wow! Okay. Ansonsten würden wir wieder sonst wo landen, hä? Ich verstehe schon. Ich verstehe das System hier. Man wechselt da praktisch zwischen das sind praktisch wie Portale hier. Gibt's da unten was? Ich glaube, manchmal ist es besser, unten lang zu gehen. Oh mein Gott, das ist. So viele Robotnik-Monitore. Und so viele von euch oh, Moment, war das. War das gerade? Nein. Sah so erst danach aus. Schade. Und ich komme da auch nicht drüber. Mist. Aber es sah sowieso nicht danach aus, als gab es hier. Ihr wisst schon was. Na, jetzt reicht's mir mit euch. Ihr geht mir genug auf die Nerven. Zack und weg. Hörst du mal auf damit?
Kann ich nicht meinen Spin-Dash machen? Komm nicht an den Rand, das geht nicht. Der versteckt doch da was, ne? Wehe, wenn er da einen Special Stage Ring versteckt, ich schwöre. Das wäre echt krass. Wow, Moment. Was ist denn da drüben? Das will ich sehen. Da kann man doch irgendwie drauf, ne? Wenn ich es könnte. Oh, Mann! Das Timing muss stimmen dafür. Ich muss auch gleichzeitig springen. Jetzt aber. Nein! Diese scheiß Stacheln! Müssen wir alles verderben. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Okay. Vergesst es. Vergesst, dass ich es je versucht habe. So ein Scheiß aber auch. Gut, dann gehe ich mal oben lang. Jetzt vielleicht besser. Jetzt verschwinde mal. Nerven. Nein, hör auf! Nein, du blöde Plattform! Ich wollte oben lang! Was? Wieso? Ich habe mich doch die ganze Zeit bewegt. Komm runter, du blöder Spacko! Hat Tess ihn jetzt erledigt? Okay, gut gemacht. Ja, ab und zu ist er nützlich. Er ist manchmal Fluch als auch Segen, der gute Tails hier in diesen Spielen. Okay, ich merke dir, versuche nicht darüber zu kommen. Das zerquetscht dich, leider Gottes. Obwohl es sich danach aussah, als wäre es zu weit nach oben gegangen. Was? Ist euer Ernst? Naja, ich war aber auch ganz unten. Birgt das irgendein Geheimnis? Ich schätze mal nicht. Aber ich muss schon ehrlich sagen, die Stage gefällt mir an sich schon bislang ganz gut. Und ist echt cool. Den Dimensionsreisen. Hat was. So, wo lang jetzt? Oh mein Gott. Wir reisen zwischen den Dimensionen. Oh mein OMG. Was? Achso, hier geht's weiter. Die Plattform transportiert uns ja. Ja, und da geht's hier rauf. Aber vielleicht will ich doch lieber hier lang. Nein! Warum? Boah, ey, das war... Mann, warum, ey? What the fuck? Was soll das denn? Ich will doch nur erkunden, ey. Ist denn das so viel verlangt? Ich will da deswegen nicht gleich sterben. Komm, kann ich da nicht... Nee, ich kann da nicht. Ah, jetzt aber. Endlich. Ich will diese Mitte erkunden. Die sieht für mich so verdächtig aus. Wenn der die ganze Zeit in den Wind bläst. Oh! Jawohl! Endlich! Und alles nur wegen so einem Kack, der mich kaum interessiert.
Oh nein, ja. Hat sich hier nicht für mich gelohnt. Oh mein Gott. Was ein Durcheinander hier. Wow, nicht zerquetschen lassen, bitte nicht nochmal. Kommt eh wieder rauf. Und was bringt das hier? Alleine nur das hier. Schön. Okay. Ah, wenn man meint. Aha! Solche Pfade kommen mir doch verdächtig vor. Aber ich fürchte, die sagen nicht viel aus. Nein, nein. Kannst du knicken. Jetzt darfst du. Nö. So. Nein, nach unten geht's leider nicht. Ah, aber das Feuerschild mag ich doch. So. Und wo lang jetzt? Ah, jetzt sind wir wieder hier angelangt. Das ist ja wie ein Labyrinth hier. Ach, hey. Gut, dann nehmen wir mal diesen Weg hier. Die wird zum Checkpoint geführt. Nein. Ey! Was mit der Rainbox hier? So. Wow. Wo bin ich denn das jetzt wieder hin? Das war ein Fehler, den anzugreifen. Wow! Dass ich davon nicht zerquetscht wurde? Das ist ja wohl das allergrößte Wunder bislang. Okay, ne? Ergibt für mich jetzt wirklich keinen Sinn, warum das nicht passiert ist, aber ja, warum beschweren, ne? Oh nein, keine Ringe mehr, keine Ringe mehr. Oh nein! Oh mein Gott. Bitte gib mir noch ein paar Ringe. Gut, dass ich dazwischen Ringe gesammelt habe. Immer wieder hin und her hier. Hey. Ich will das hier haben. Der lässt mich nicht. Schön. Kein Weg für mich lassen. Da muss man eine alternative Route dafür finden, ne? Hä? Alter Schwede, das ist ein totales Durcheinander hier. Ich weiß nicht mehr, wo lang hier. Sind wir wieder hier? Nö. Doch, doch, doch. Hä? Welcher Weg ist nur der richtige? Bin ich ganz, wo ich lang soll? Ich glaube, hier nach unten wäre vielleicht ganz gut. Oder war ich da schon? Nein, ich würde nicht. Wow! Aha, oben bleiben ist hier das Gebot. Hä? Wie soll ich denn. Oh. Okay.
Nein, das war nicht gut. Oh je, die Zeit. Mann, das ist doch echt nicht zu fassen. Das wird schon wieder ein Time Over hier. Ich muss einen Checkpoint vorher erreichen. Es wird nichts mehr. Wie komme ich denn da hoch? Hier so. Hey Mini, diese Stage, ey, die ist heftig. Aber es ist auch die Final Stage, wie es scheint. Boah. Aber jetzt wenigstens ist die Zeit aufgefrischt worden. Jetzt darf ich aber kein einziges Leben mehr hier verlieren, weil sonst ist es aus. So, hier. Ah, verdammt, ey. Führt das mich hier irgendwo hin? Ja, weiter nach oben. So, schön aufpassen da. Und? Ein neuer Weg hat sich mir geöffnet. Sieht wohl jedenfalls danach aus. Oh nein, nein, das ist doch... Nein, das ist wieder... Den Weg kenne ich. Oder... Nein! Alter, wo geht's denn hier lang? Wo muss ich denn hin? Dass ich jetzt auf ewig in diesem Labyrinth feststecke. Der Part wird schon zu lang. Also, kann es hier weitergehen. Gehen wir jetzt oben lang. Ja, glaube ich, besser. Mal zur Abwechslung. Oh oh. So. Und nach unten. So, da nach unten bin ich noch gar nicht gegangen. Vielleicht geht's hier weiter. Moment. Ach, das führt mich wieder dorthin? Oder? Ah, nein. Wo lang, bitte? Das ist die große Frage. Wenn ich noch öfters hier die Dimension wechsle. Ich schwöre, das wird mir zu viel. Stage ist ein einziges Labyrinth hier. Mann, da weiß ich echt nicht, wo lang jedes Mal. Moment mal. Da geht's ja runter zu einer Dimension, ne? Vielleicht. Nee, ich dachte schon. Schade, weil das scheint nicht ganz so leicht zu erreichen zu sein. Wie soll das hier weitergehen? Hier gehen wir auch mal oben lang.
Komm ich nicht mal hoch? Nein, nein, nein! Das für die Unbesiegbarkeit. Ja, lässt sie einfach mal runter. Früher haben die Monitore einen immer gekillt. Jetzt auf einen runtergeplumpst sind, aber diesmal ist zum Glück nicht der Fall. Oh, wie oft muss ich eigentlich noch denselben Weg hier rennen? Geht's irgendwo hoch? Und einfach nur rüber. Das wäre das Elektroschild. Ah, ich sehe schon, da ist sonst überall zu. Ich muss also diese Richtung gehen. Bin praktisch dazu gezwungen. Aber wo führt das dann am Ende hin? Ich weiß nicht, was für eine Route man nehmen soll, damit man endlich am Ziel angelangt. Nein! Ach, Mann, 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 Mann! Dumm, dumm! Alter! Letztes Leben, ey! Ich sollte es bloß nicht verschenken. Ach, je. Jetzt war ich sogar schon schneller als das Trampolin. Haha. Auf die nächste warten, nicht gleich auf die nächste springen. So. So war das doch, ne? Was für ein Durcheinander hier. Diese Plattform schon wieder. Es muss auch eine Möglichkeit geben, weiterzukommen hier. Hau Rock. Schon ist überall zu. Ah, jetzt aber. Endlich. Jetzt geht's weiter. Ein Checkpoint wäre auch ganz nett, ne? Das will nichts sagen, aber wir finden einen Checkpoint bei diesem Boss. Ach du Shit. Was ist das denn für einer? Und der hat diesen einen Stein bei sich. Das ist ein Timestone gewesen, ne? Muss ich oft genug drauf? Au, oh, das erladet sich sogar elektrisch. Und währenddessen kann man ihn treffen. Muss nur sein Kabel dabei ausweichen. Und ihn dabei ein paar Treffer zufügen. Okay. Ein paar Kabel haben sich schon verabschiedet. Was zum... Nein, lass mich los! Oh mein Gott. Hey, Moment. Wieso ist das Zeitlimit wieder runtergesetzt worden? Vier Treffer, jawohl.
Schafft er wieder weitere Hände? Nö. Das sind Ziele. Gut gemacht, Tails. Immer weiter drauf. Nein? Wow. Ach, ich kann mich davon nicht befreien. Der schickt mich in eine andere Dimension. Oh. Oh nein. Nein! Was? Der lässt mich nicht den Ring. Nein! Nicht Game Over! Nein! Jetzt muss ich die Stage wieder von vorne anfangen. Fuck! Schon wieder. Wir sehen uns am Ende wieder. Oh Gott! So, Robotnik. Dein kleiner Dimensionsroboter. Den werde ich jetzt zeigen. Na komm her, du. So. Davon hätte ich mich fernhalten müssen. Und dann erst angreifen. So. Noch ein zusätzlicher Treffer oben drauf. Arme Tails. Nee. Geht nicht. Man kommt davon nicht weg. Man muss das aushalten hier. Man schickt einfach die Raketen zu ihm zurück. Ach man. Ah je, schon wieder nur noch ein einziger Ring. Wenn man wieder zu dem Roboter kommt, der keinen einzigen Ring übrig lässt. Oh je, komm. So, zack. Na los. Bring uns schon in die nächste Dimension. Oh je, ich schon wieder eh. Puh. Wo ist er? Alter. Nein, kein Ring mehr. Ja, pfff. Natürlich musste das passieren. Da lässt er einen keinen Ring übrig. Alter Schwede, das ist ein heftiger Endboss. Ja, nee. Komm. Lass mir immer die Ringe, ey. Ja, Tails, du hättest ihn auch noch einen Treffer zufügen können. Mann, wieder blöd herum. Gib mir den Ring, verdammt nochmal! Ach! Fick noch eins, es darf ja nicht wahr sein. So. Ja, das ist eigentlich ganz gut hier, so wie ich aufgestellt bin. So kann ich ihm mehr Treffer hinzufügen. Boah. Ach, jetzt schon? Obwohl ich noch nicht einen Arm abgenommen habe? Fein. So, hier gibt es umso mehr Ringe. Ich kann die Raketen ja alle abwehren. Und die dann zurück schicken. So. Und ein Arm kommt weg. Ach man. Natürlich musste er dort landen, wo ich gerade hingehe. Ja, okay. Los, dann mich in die nächste Dimension zum nächsten.
Und den muss ich aber jetzt mal hinbekommen. Ist echt nicht gleich, den auszuweichen, ne? Ja. So, 4 Treffer reichen also nicht, um die zu besiegen. Nein! Gib mir die Ringe! Dankeschön, Tails, dass du den einen eingesammelt hast. Und ich habe den zweiten, sehr gut. Oh Mann, das ist gerade ziemlich blöd aufgestellt. Oh Mann, schnell sammelt den Ring an. Okay, sehr gut. Und noch ein weiterer Treffer hinzu. Sehr schön. Hätten mehr Treffer sein können. Ich weiß. So. Ey! Okay, nur noch ein Arm übrig. Jetzt muss ich aber mich konzentrieren, ey. Komm schon, gibt's noch irgendwo Ringe beim nächsten? Was? Oh nein. Ja, jetzt muss ich raten, ey. Ich habe jetzt nicht darauf aufgepasst. Das ist wieder dieser Trickster-Roboter. Dieser verdammte. Shit. Ein Treffer hat wahrscheinlich auch gefehlt und dann wäre es sein Ende gewesen. Okay, gib mir den Ring. Oder passt das schon? Ha! Ja! Red ich nur blöd auf. Oh oh. Nichts wie weg hier. Raus hier! Knuckles wartet schon auf uns und... Haben wir das normale Finale geschafft? Och du Scheiße! Animierte Cutscene! Alter, sieht das geil aus! Da muss ich die Facecam natürlich ausstellen. Wir sehen uns im nächsten, ja. Im nächsten Spiel, ne? Das ist schon mal das normale Ende. Aber das gute Ende fehlt leider wegen 3 Chaos Emeralds. Aber ich kann die Stages jetzt wieder von vorne bestreiten und versuche dann mit euch, werde dann mit euch dann im nächsten Part noch das gute Finale zeigen. Jetzt lasse ich erstmal die Credits ablaufen. Ja, das waren also jetzt alle Stages zu Sonic Mania. Zumindest mit Sonic und wahrscheinlich auch mit Tails. Alle Achtung, muss ich sagen. Also, ja, boah, der Part ist bestimmt so extremst lang. Naja, aber ich kann auf jeden Fall im Großen und Ganzen sagen, bislang, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Haben sich was einfallen lassen. Die haben alte Stages, die man... Also alte Stages wirklich super neu aufgelegt. Mit solch einem genialen neuen Schwierigkeitsgrad. Auch natürlich... natürlich aber haben sie auch ein bisschen zu viele neue Elemente verwendet, muss ich zugeben. Aber mich persönlich stört das nicht so wirklich. Weil wenn man die besten Elemente wieder zurückbringt, dann passt das schon. Natürlich wäre Originalität auch nicht schlecht, aber ja, sie haben Originalität hinzugefügt. Also von dem ist es ja auch von Fans erstellt worden, nicht von Sega direkt an sich. Also Sega hat diese Fans eingestellt dafür. Aber es ist von den Fans erstellt worden und dafür Daumen nach oben. Der Soundtrack ist genial, die Levels sind wirklich super, sie haben wirklich geniale, viele schöne Levels, also sowohl schön viele alte, als auch einige geniale neue hinzugefügt. Es ist nur schade, dass der Großteil aus alten bestehen musste. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es wirklich nur ein kleiner Teil davon aus den alten bestehen. Es alten Bestand. Und vor allem hätte ich mir vielleicht auch solche Stages wie die Ice Cube Zone gewünscht, aber ich glaube, das wäre nicht möglich alleine, weil sie nicht die Rechte auf den Soundtrack zu Ice Cap Zone haben. Deswegen dürfen sie auch die Stage nicht mehr wiederverwenden. Weil die Rechte auf die Musik von Ice Cap Zone haben ja nur die Jackson 5. Sega hat ja nur Lizenzen für das eine Spiel bekommen.
Na, ich hoffe, dass sie vielleicht wieder Lizenzen zu einem anderen Spiel bekommen werden. Wir werden sehen. Und ja, ansonsten super. Gefiel mir ganz gut bislang. Natürlich kommt dann noch das wahre Finale, das muss ich dann auch noch freischalten. Und ja, einige Special Stages fehlen ja noch. Puh. Ja, wie gesagt, das ist aber eine ziemliche Challenge. Ich schwitze nicht nur wegen der Hitze, sondern auch, boah, weil ich aufgeregt bin. Die neuen Levels sind echt eine Challenge. Also, ich meine, auch die alten Levels sind wirklich, wie gesagt, haben sie sich was einfallen lassen, um den Schwierigkeitsgrad extremst zu steigern. Und vor allem diese vielen Time-Over erst. Und dabei gucke ich mich nur ein bisschen um. Ich lasse mir doch nicht so extremst viel Zeit. Dann sind diese Level so groß noch zusätzlich, dass das auch noch Umgucken erschwert. Naja. Aber was soll man machen, ne? Naja. Wie gesagt, ich habe erstmals das Spiel schon an sich so genossen. Jetzt geht's dann erstmals, weil jetzt geht's dann nachher weiter mit den wahren Finale, also mit Super Sonic. Ich werde jetzt also nochmal von vorne durchspielen und so viele Special Stages wie möglich betreten. Werde sie dann alle natürlich auch zeigen beim nächsten Part, bevor wir dann das Finale bestreiten werden. Also wer mir jetzt gefallen wusste, Daumen nach oben. Und dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crash4Fig89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Mania. Also auf Wiedersehen und tschüss heute. Ja, ist klar, Eggman, ich weiß. Robotnik. Mein Gott, Mann, ich lern's einfach nie. Ja, also auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know.